Ligajazz hat 40 Leute, die mitmachen. Gespielt wird Handjazz, also jeder spielt für sich. Man versucht, die besten Punkte zu machen. Wir sind jetzt gerade hier mittendrin. Wir sind in der zweiten oder dritten Passe. Wir spielen über drei Passen oder über zwei Stunden spielen. Und auch heute am Viga Familiensonntag, damit eben das Ziel ist, die Leute ein bisschen an die Viga zu bringen. Der eine macht ein Jässli, der andere trinkt ein Bier, geht rundum. Und so soll es lustig sein. Wir hätten noch gehofft, dass es ein paar mehr mitmachen, aber wir bleiben dran. Lauft's! Schau das an, schau das an. Es ist beschissen! Nein, ja nicht, und nicht beschissen. Ganz sicher nicht. Gibt es noch? Ja, das gibt es schon noch. Und läuft es dir gut? Nein, schlecht. Schlecht? Um was geht es denn da überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Um Schuss denn? Ein Preisgeld, oder was? Preisgeld nicht so, selbstverständlich. Es gibt einen schönen Sachpreis für Säckli-Weinwelt und 300, 200 und 100 Stutz Barpreis. Für die ersten 10 noch einen Startplatz beim Livo Jazzkönig. Im nächsten Jazzturnier. Wir haben das Medihaus von Dutz dabei. Wir machen die Veranstaltung Livo Jazzkönig und sind hier für das Organisatorische verantwortlich. Veranstaltet wird das Ganze von der Viga selber, von den Messemacher. Das ist das Viga-Jasse und wir sind einfach hier, um das Jazzturnier durchzuführen, dass alles mit ordentlichen Ringen zu uns hergeht. Und du kannst zuschauen bei diesen Preisgeldern? Selbstverständlich, ich muss nicht füllen. Wegen 100 Stutz oder 300. Ich gebe es gerne weiter. Jetzt ist es zusammen, Patrick, oder was? Wunderbar. Von da hat man den Kopf. Und das neue Sportpanorama. Ja, natürlich. Gut. Ja. Ist gut drauf, ja, he? Ja. Super. Für den Livo Jazzkönig. Nächsten Dienstag geht schon wieder weiter zu Oberried. Nächste Gelegenheit. Bist du aufgegangen? Ja. Und, ist gut gelaufen? Jawohl, tipptopp. Bist du wieder? Ja, sehr. Und meinst du, kommst du in Krenz? Ja, ich weiss nicht. Vielleicht. Jetzt geht's los, hä? Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau. Aber da musst du eben sehr konzentriert sein. Ja, bist du es auch? Ja, eben. Aber dann noch nebendran schnurren ist sehr schwierig. Ja, wenn der Patrick da ist, noch kein Mensch. Ja, eben drum. Ja, du hast aber schnelle Finger, du. Wissen wir, wenn wir nachher geschult gehen, wenn es nicht stimmt? Ja, genau. Nämlich dir. Ja, nein. Oh, ich sehe, du hast dort den Fingernagel eingeklemmt. Das hebt man selber nicht. Der Mittelfinger von der rechten Hand. Ja, aber den hebt er jetzt nicht in die Kamera. Nein. Das wäre nicht anständig. Ja. Dort hast du mal etwas eingeklemmt. Hängt aber nicht mit den Jassen zusammen, gell? Nein. Gut. Jetzt haben wir die Tür nicht zumachen beim Auto. Aha, okay. Aber ja, du musst jetzt nicht meine Krankengeschichte erteilen. Das ist eine genaue Arbeit hier. He? Preise gibt es nur für die ersten drei, oder? Nein, gibt für alle was. Ah, für alle, okay. Aber da fragst du jetzt eben am besten das andere. Gut. Beim Jassa gibt es einen Trostpreis für alle, ja, von Reisetznet. Ja. Und von St. Galler Kantonalbank ist noch etwas Kleines dabei. Und die Hauptpreise kommen dann von Säckli Weinwelt und von der Viga selber einen Barpreis. Bis 2000 Stutz am Schluss, oder? Insgesamt 2000 hat alle Preise zusammen einen Wert, ja. Aber mitmachen lohnt sich, wenn es ja für alle etwas gibt, he? Mitmachen lohnt sich. Viel Spass, viel Preise, auf jeden Fall, ja. Und meinst du so mit Beschissen? Das ist kein Thema. Ja. Ah, ich habe bis jetzt noch nie gehört, dass jemand beschissen hat. Aber wir schauen dann, wenn die Rangliste offiziell ist. Auf Platz 3 mit 1237 Punkten. Ein Applaus von Edwin Oeninger. Edwin, herzliche Gratulation. Der Preis wäre gerade von Sandra übergeben, du darfst einfach hier schnell das Hintertürchen nehmen, damit schön auf der grossen Bühne kannst Platz nehmen. Perfekt. Dann auf Platz 2 mit einem Vorsprung von fast 50 Punkten, 1286 Punkte, Hans-Rudi Eckenberger. Herzliche Gratulation. Und das heutige Turnier, das Viga-Jazz 2023. Für sich entschieden, ich würde sagen, es war eine klare Sache. Er hat in der ersten Passe 561 Punkte gemacht. In der zweiten Passe hat er es nochmal spannend werden mit 349. Und in der dritten Passe mit nochmal 516 Punkten zugeschlagen. Mit 1426 Punkten, damit einen riesen Vorsprung. Der Hans Flick, herzliche Gratulation. Die drei bitte auf die Bühne für das Schlussfoto. Aber an dieser Stelle möchte ich allen Damen und Herren herzlich danken für euren Einsatz am Viga-Jassen im Namen vom Viga-Team. Schön, dass ihr hier gewesen. Alle Gäste, die hier sind, entschuldige mich für die kurze Störung und danke für den Applaus, den ihr den Jassenerinnen und Jassen gegeben habt.
Und alle, die just haben zum Jassen, nächsten Dienstag, Löwen operiert, geht es weiter mit dem Jassenkönig. Vielen herzlichen Dank und gute Messe. Tschüss miteinander. Hast du wieder ein bisschen Benzin für den Traktor, hä? Nein. Und du hast recht abgerüchtet, hä? Oh, oh, ist gut. Ist er gut gelaufen? Er übt eben noch viel, da ist er gut gegangen. Ja, genau. Dort habe ich ein Problem. Du warst da mit diesen Frauen gesehen? Ich weiß nicht. Hä? Was war sie? Ja, aber warum denn? Ja, Karte Glück und hast halt schon jassen können. Hast du gehört, gell? Nein, ich hab's gehört. Aber gern dort tun wir so, oder? Recht hätte. Aber ist es gut gelaufen? Ja, ja. Friede. Weißt du, was machst du mit dem 100er Nötli? Beim Jassen versaufen? Nein, mit der Frau Ärzte gehen, ganz einfach. Oh, hast du gehört? Hast du gehört? Jetzt hast du gleich noch etwas davon, hä? Nein, ich bin nicht seine Frau. Wer ist seine Frau? Oh nicht? Nein, bist du seine Frau? Nein. Die Frau ist ja gar nicht da. Nein, ist nicht da. Aber jetzt hast du mit vier Frauen zusammengejasset, oder? Nein, nur drei. Nur drei? Ah ja, klar. aber die hast du abgerechnet, hä? Ja. Weißt du, mit voller Hose ist gut stinken. Was meinst du so, die Jungen oder die Älteren? Die Jungen. Die sind saumäßig schnell, gell? Vor einem Zocker. Und du machst auch noch mit? Nein, danke. Nee. Nur der Bub. Aber nervös bist du, gell? Ja, ja. Mach er mit? Ja, mach noch mit, ja. Eine hohe Zockerei, nicht? Ja, wahnsinnig. Die Jungen haben fast ein bisschen Vorteil gegenüber den Älteren, gell, denkt's mir, oder was meinst du? Ja, das Gefühl kann. Vielleicht ein bisschen mehr Routine, ja. Ja, genau. Du musst ein bisschen schnell sein, gell, es drückt. Ja, definitiv, ja. Bist du zufrieden mit den Jungs? Machst du nicht mit? Ah? Was? Bist du gut drauf, hä? Ja, mal schauen. Ein rechter Zocker bist du, hä? Ja, ja. Ich bin auch dran. Weg, weg, weg. Weg, gut. Opa. Kommt das im Fernseher? Ja, klar. Atemschutz. Ja, ja. Gell? Schnelligkeit ist noch wichtig, gell? Sehr, sehr. Übst du viel daheim? Ja. Und hast du die Chance? Bist du gut drauf jetzt gerade? Ja, kann man sagen, ja. Gell? Habe ich das Gefühl? Ja. Die Eltern keine Chance gegen dich, sehe ich gerade. Keine Ahnung. Ja, wohl, ich sehe es. Aber jetzt kommt Brexit. Jetzt. Alla Madrid. Wie ein Wunsch. Lieblingsmannschaft. Aha, wer? Real Madrid. Heute bist du jetzt gut drauf, jetzt, gell? Ja, ja. Ja gut, aber also PSG ist auch nicht schlecht, oder? Nein, nein, wegen Mbappé. Wir haben wegen Mbappé genommen. Eben, gell? Ja. Hey, das ist ein Wahnsinn, du. Frankreich 4-0 in Führung. Du, was ist denn da los? Da wird er bald unter Vertrag genommen bei den Franzosen, hä? Hopp, Niederland, so! Mal einen Foul machen, könnte ein Penalty schiessen, hä? Ist Bayern out irgendwie? Ja, ja, Moment schon. Weil sie keine Spieler können verpflichten oder warum? Aber gestern haben sie gewonnen, 2-1. Ja, ja, aber der Experte ist da. Er kann da gut was sagen. Und du? Ja. Bayern out oder was? Ich glaube schon, ja. Warum? Ja, das halbe Jahr mit schwierig. Ja, du, aber wenn sie die Spieler können verpflichten, kommt es wieder, nicht? Ja, im Winter dann, ja. Bist du so ein Bayern-Fan? Nein, nein. Nein. Wo bist du? Wo bist du denn? Barca. Oh, ja, du bist weit weg. Du bist weit weg, gell? Ja, weit weg. Und Messi kommt wieder zurück? Wie? Messi kommt zurück? Nein, leider nicht. Nein. Ja, eben, gell? Nicht. Aber Barca ohne Messi ist doch auch nichts, oder? Ja, nicht das Gleiche, aber immer noch die beste Verein. Wir sind hier an der Wiege, der Kindernachmittag. Der ist vom Eisenweg bis um 5 Uhr geht's noch. Die Kinder sind in Gruppen eingeteilt worden und wir sind in 5 Gruppen unterwegs.
Kinder dürfen ganz viele Sachen machen. Da zum Beispiel gehen sie malen. Das ist ein Malwettbewerb. Mit dieser Zeichnung gehen sie nachher zum VfA-Stand. Und dort bekommen sie ein Geschenk über. Dann haben wir noch den Hubmaster, so einen Kran, wo die Kinder draufgehen können. Dann was haben wir noch Fotobox, haben wir noch, was können Foti machen. Auf der anderen Seite sieht man noch Blumentöpfe, die sie dürfen bepflanzen. Dann zwischendrin haben sie noch die Spiele. Da hinten aussen haben wir Büchsenschüsse mit den Kindern. Sie kriegen auch das Vier über. Viertel ab vier ist der Zeitpunkt, wo sich alle wieder hier in der Wiege treffen, aus dem Festzelt. Und dann bekommen sie Glas über. Und nachher ist am Abschluss noch Mini Disco mit mir. Wir haben ein bisschen mehr als 40 Kinder gehabt. Und die sind jetzt alle irgendwo am Rumlaufen. Es ist ein Gewusel.